Okay Leute, wie im letzten Video erwähnt, wollte ich noch einmal der Fruyal GX Kollektion eine Chance geben, denn beim letzten Mal, als ich im Shop war, hatte ich die Wahl zwischen dieser Kollektion, die wir jetzt zusammen unboxen, und der anderen GX Kollektion, die ich schon mit euch gemeinsam geöffnet habe. Dann fangen wir erstmal an mit der Fruyal GX Karte. Ich denke, diesmal kann man das besser erkennen, weil das schärfer ist, oder einen Augenblick. Ja, das ist immer so mit dem iPhone hier. Mal ist das scharf, mal ist das nicht so scharf. Ah, jetzt, super, ey, das ist doch toll. So, Fruyal GX-Karte. So sieht diese coole GX-Karte aus. Ne, das ist die GX-Karte, die spielbar ist. Und hier im Hintergrund kann man die überdimensionale GX-Karte sehen. Wie immer gibt es einen Code für das Pokémon Trading Card Game Online-Spiel. Und Leute, wie immer geht es ja eigentlich nur um diese schönen Packungen, und wir haben einmal Sonne und Mond, Nacht im Flammen, Sonne und Mond, Stunde der Wächter, Sonne und Mond, Nacht im Flammen und die erste Reihe von Sonne und Mond. Okay, also neben den Pokémon Evolution XY Booster Packs sind diese Packs meine Lieblingspackungen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich einmal Capo Fala aus diesem Pack gezogen habe, und Capo Fala ist so ein cooles Pokémon, besonders wenn man die auch in der Kartenform hat. Und ja Leute, wie machen wir jetzt? Wir haben zweimal Nacht im Flammen. Wir machen das so, wir fangen an mit Sonne und Mond, dann machen wir Stunde der Wächter, oder nee, wir machen danach Nacht im Flammen und danach zum Schluss machen wir Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Okay, so soll es gehen. Mal schauen, ob diese Kollektion bessere Karten enthält als die andere Kollektion. Werden wir sehen, Leute. Ihr kennt das ja selbst, wenn ihr einkaufen seid und später denkt ihr auf einmal so nach, hätte ich lieber die andere genommen. Aber in diesem Video werden wir dann sehen, wie das Ergebnis ist. So, hier ist die Energiekarte Feuer. Miezunda, sehr schön. Passt zu Fuecro. Ich habe sehr viele Fuecro-Karten am Start. Eine Trainerkarte Energieumschalter. Ist das okay so? Ja, ne? Okay, Trompec, Snubbull, Ibitak, Mabula, Habitak, hey, Habitak und Ibitak, sehr schön. Alola Slimer, die Reverse-Karte ist eine Trainerkarte Pokéball und die Sternkarte ist Kolossand. Okay, alles klar. Ja, diese Karte habe ich schon. Aber ich glaube, das ist normal, denn ich habe ja jetzt mittlerweile einige Videos zu den Boosterpackungen gemacht. Und es kann natürlich vorkommen, dass ich jetzt allmählich Karten ziehe, die ich schon habe. Das bedeutet, ich habe sie dann doppelt oder dreifach. Okay, Leute, schauen wir uns mal den Boosterpack Nacht in Flammen an. Da bin ich gespannt. Wie immer tun wir die letzten vier Karten nach vorne. Und jetzt probieren wir ein Stück von der Torte. Billiger Rhyme, aber was soll's. Okay, Leute. So. Okay, ich war kurz abgelenkt. Hier haben wir die Energiekarte Kampf. Wuing genau. Dutexo. Cool. Boah, das sieht cool aus, ne? Finde ich schon. Porygon 2. Togedemaru. Jo, ein Pokémon, welches in der Prüfung erscheint. In Pokémon Sonne und Mond. Ultrasonne und Ultramond, Libunkel, Grillmark, Carpador, Pampuli, Ladybar ist die Reverse-Karte und Costorso ist die Sternkarte. Also bisher habe ich das Gefühl, dass die andere Kollektion ein wenig besser war. Naja, da hatten wir auch nur eine GX-Karte, und zwar die Fruyal, aber dafür hatten wir so ein lustiges Wildlord am Start und zwei coole Reverse-Karten, Toxic Rock und Alola Radikal in der Sternform. Ich mal gucken, wir haben ja noch zwei Booster-Packs und ansonsten weiß ich Bescheid, manchmal können einen die Gedanken trügen. So, oder betrügen. Okay Leute, wir haben hier die Metall-Energiekarte, dann haben wir die Trainerkarte Po-U. Lege jedes Mal, wenn ein Spieler ein Pokémon aus seiner Hand spielt, um einen seiner Pokémon zu entwickeln, 3 Schadensmarken auf jenes Pokémon. Taktika. Zwirklopp. Nachtstreuner. Glutexor wieder, okay.
Sverlicht, sehr gut. Bubungus. Raupi. Marill, geil. Rihorn. Und die Reverse-Karte ist Vegimak. Und die Sternkarte ist Calamanero. Okay, Leute. Ja, manchmal gibt es auch anscheinend solche Fälle. Also, naja, so schlecht sind die Karten auch nicht. Aber wenn man jetzt dieses Video mit anderen Videos aus meiner Playlist vergleicht, dann kann man sehen, dass es manchmal Fälle gibt, da kommen richtig geile Karten auf einmal heraus. Und dann wiederum Karten, die halt Standard und normal sind. Heute habe ich zum Beispiel im Shop mir nochmal extra zwei Booster Packs Pokémon Evolution X und Y gekauft und habe sie auch da geöffnet. Und aus einer Boosterpackung habe ich ein Gyarados Reverse in der Sternform bekommen und einmal Mega Turtok EX. Sowas kommt auch vor. Okay, so. Die Energiekarte Finsternis. Übrigens, auf meinem Discord-Server und auch auf meinem Twitter-Server habe ich auch dazu Bilder gepostet. Also ich schnack nicht. Okay, was soll's. Die Trainerkarte Wasserpflaster. Das Pokémon Gelatropo. Trainerkarte Spezialhammer. Tentacha. Pipi. Schmerbe. Kanivanha. Dartiri. Cool. Das ist geil. Okay, das ist geil. Mimikma ist die Reverse-Karte und plus sie ist eine Sternkarte. Da unten links, Leute. Nice, das ist geil. Und Fiaro ist die Sternkarte. Sehr schön, von Fiaro habe ich nicht so viele Karten. Aber nice, okay. Dieser Pack war ziemlich cool. Mimikma ist geil. Und dann noch in der Reverse-Form. Die habe ich noch gar nicht. Ich glaube, ich habe sie so. Muss ich nochmal nachschauen. Okay, Leute, dann machen wir eine kleine Zusammenfassung und das wär's dann. Wir haben auf ganz safe die Fruyal GX-Karte gezogen. Dann haben wir Costoso als Sternkarte und Ledibar als Reverse-Karte. Colossand ist die Sternkarte und die Trainerkarte Pokéball ist die Reverse-Karte. Ja, ist doch cool. Ein Augenblick, so. Fiaro und Mimikma haben wir gerade gezogen, sehr schön. Über Mimikma freue ich mich wirklich sehr. Und Calamanero ist die Sternkarte und Vegimak als Reverse. Ja, Leute, immerhin sind das nette Karten für die Sammlung. Und ja, was meint ihr? Welche Kollektion war besser, diese oder die letzte? Ich denke die letzte, wobei die Mimikma-Karte war auch ziemlich fresh und geil. Okay Leute, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao!